Es ist wieder mal Zeit für ein Community Game und zwar heute in einem 2 gegen 2. Wir haben das linke Team in Rot gespawnt. Davon der erste Teilnehmer ist als Protoss Zulan, der hier mit seinem Teammate spielt, ebenfalls in Rot gespawnt, da ich Teamfarben an habe. Es ist Random God. Ich glaube, wir machen mal die Teamfarben aus. Bei 4 Leuten können wir das noch machen. Dann ist er in Rot und sein Mitspieler in Lila gespawnt. In Rosa dagegen gespawnt haben wir oben rechts in Rosa als Zerg. True JC. Ich nehme an, dass es JC Gamer ist, der sich mal wieder einen neuen Namen verpasst hat, ein klein wenig aufgetunt hat seinen Namen, so wie es aussieht. Wir haben auf jeden Fall seinen Teamkollegen noch dabei. In Orange gespawnt. Yggdrasil. Was glaube ich? Ist Yggdrasil der Weltenbaum? Oder ist das die Schlange? Oh, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ist auf jeden Fall nordische Mythologie. Habe ich sehr schöne Hörbücher zugehört im letzten Jahr. Bin ich aber leider gerade aktuell ein bisschen raus, was das angeht. Wir sehen auf jeden Fall, dass Zulan scoutet. Konzentrieren wir uns auf das StarCraft-Technische. Zulan dagegen hat hier auch einen Gateway gebaut. Wir sehen, Watchtower wird hier besetzt von ihm, nachdem er hier einmal reingefahren ist. TrueJC mit der Echse. Yggdrasil hier mit dem Gateway und dann auch mit der Echse. Keine große Überraschung also hier bisher. Außer vielleicht, dass wir ein frühes doppeltes Gas bei Yggdrasil haben. Ich bin gespannt, was er damit gleich anfangen möchte. Als Gegner natürlich Terraner und Protoss. Da ist es durchaus nicht so schlecht, mal ein bisschen mehr Gas zu haben. Vor allem halt gegen den Protoss möchte man eigentlich frühzeitig doch nicht in den Gasrückstand geraten. Was dann jetzt hier gleich bei Zulan zweifelsohne der Fall sein wird, der dafür ein bisschen mehr Mineral Income haben wird und deshalb vermutlich auch ein bisschen bessere Eco. Was die Ex angeht, sind beide Spieler relativ gleich, also da tun sich alle hier noch nichts und zwar wirklich alle, denn wir sehen Hedge beim Zerg hier fertig gleich oder ist schon fertig hier. Die Base von Yggdrasil wird gleich fertig, die Base von Zulan auch. Der Einzige, der da ein bisschen was anders macht. Das ist Random God, der nämlich noch nicht geäxt hat. Hier fehlt die Echse, baut stattdessen jetzt hier die Factory in die Wall und nimmt jetzt auf dem Highground die Echse, nachdem er hier einen Tech Lab Rush gemacht hat, sozusagen. Also ein frühes Tech Lab an seiner ersten Barracks, ohne wirklich auf Einheiten zu gehen. Ich bin gespannt, was er damit gleich anfangen will. Noch steht es einfach nur rum. Ich hoffe, er nutzt es gleich sinnvoll. Wir werden sehen. Stim früh natürlich möglich. Ein Concussive Shell Push wäre auch möglich. Allerdings hätte er dann hier keinen Reaktor gespielt. Und auch noch keine Factory, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist jetzt gerade noch damit beschäftigt, den ersten Reaper zu töten zu lassen. So lange macht er erstmal makrotechnisch gar nichts. Jetzt sehen wir wieder, hat er seinen Fokus wieder in seine Base geschickt. Sehr schön. Da sieht man wieder, es gibt auch Spieler, die genauso schlecht sind wie ich, was ihr Micro- und Makro-Management quasi parallel angeht. Fand ich sehr schön, dass wir gesehen haben, wie vorne der Reaper beschäftigt war, hinten gar nichts passierte. So sieht das auch immer bei mir aus, wenn ich Terraner spiele. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, das auch mal bei anderen Spielern zu sehen. Wir sehen den Marauder im Bau hier, der natürlich sehr, sehr schön Schellen verteilen kann, jetzt gerade nachdem er eben auch wieder gebufft wurde. Wir sehen übrigens auch hier eine Full Wall. Also das halte ich doch für gewagt bei Random God und Zulan. Vor allen Dingen kann Zulan hier seine Echse gar nicht befeuern. Ich bin gespannt, was er da gleich machen wird. Könnte natürlich hier recallen, ja. Wäre möglich, aber eigentlich ein bisschen blöd von Random God. Hätte hier lieber ein Depot in die Wall setzen sollen. Das wäre vielleicht schlauer gewesen hier für beide Spieler, um da gleich rauszukommen. Wir sehen Double Gateway jetzt bei Yggdrasil gleich fertig. Also das zweite ist gleich fertig, das erste ist schon länger dort. Erst der Stalker wird jetzt gleich fertig, nachdem wir am Anfang den Adepten gesehen haben, der eben den Reaver vertrieben hat. Weitere Gates kommen hier dazu, muss hier ein bisschen aufpassen, denn TrueJC creept hier sich ein bisschen nach vorne, versucht, glaube ich, hier tatsächlich gar nicht so viel seinen Mitspieler hier zuzucreepen, aber er möchte trotzdem natürlich nach vorne kommen. Es ist ein Zwiespalt, der sich da ergibt. Erstes Oracle ist hier gerade reingeflogen, hat aber, wenn ich das richtig gesehen habe, nur einen Kill bekommen. Das können wir jetzt leider nicht sehen. Resource lost bei Rot 200. Hat er 150 Ressourcen verloren im Push, weil er ja vorhin den Reaper verloren hat. Dann heißt das also 3 WBFs oder 2 Marines, ein WBF, irgendwie sowas. Aber ein bisschen was hat er schon bekommen, das Oracle. Aber eben nicht besonders viel. Währenddessen hier die ersten Adepten von Zulan am Watchtower. Wir sehen hier, TrueJC nimmt weitere Hedges oder eine weitere Hedge hier. Die dritte sozusagen. Creept hier auch noch ein bisschen weiter nach vorne durch diese Engstelle. Das ist ja eine sehr, sehr interessante Map hier. Hier passen Linge durch, hier passen Marines durch, hier passen Zealots durch. Aber alles andere schon wieder nicht. Ich weiß gar nicht, ob ein Stalker noch durchpasst. Ich glaube fast nicht.
Adepten dürften allerdings durchpassen. Also, das ist sehr, sehr merkwürdig. Der Rest muss dann hier den großen Weg nehmen. Aber man kann natürlich so ein paar Linge hier reinsneaken. Allerdings natürlich auch mit einem Baneling hier die Wall quasi dicht halten. Oder auch mit einem Ling, der in der Wall steht. Auch das ist möglich. Oder mit einem Zealot, der hier den Lückenbär sie macht quasi. Wäre das auch drin. Banelings wird jetzt bei TrueJC in Erforschung. Wir sehen War Prisma bei Zulan. Er möchte also gleich auch mal aggressiv vermutlich eingreifen. Möchte bei seinem Gegner reinwarpen. Und wir sehen Random God. Der hat jetzt zwar seine Echse hier. Kommen die hier doch irgendwie durch? Ich sehe es nicht, ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass sie hier durchkommen. Auf jeden Fall könnt ihr ja gleich mal pushen mit dem ersten Tank. Beiden Medivacs und eine Handvoll Einheiten, die eben diese Medivacs befüllen könnten. Wäre gar nicht so schlecht, das zu sehen. Und TrueJC hier jetzt mit Swarmhost. Ich finde das immer noch ungewöhnlich, TrueJC zu sagen. Aber man tendiert tatsächlich immer dazu, das vorzulesen, was da steht. Und TrueJC ist ja tatsächlich auch ein bisschen kürzer als JC Gamer. Und ich glaube, er hieß ja offiziell in den Turnieren noch immer TrueJC Gamer, ne? Was halt einfach viel zu lang ist. Ist ja fast so lang wie Nergorix. Das geht ja gar nicht. Drei Gates sehen wir auf jeden Fall hier bei Yggdrasil. Wir sehen auch das Templars Archive, was fertig wird. Also da sehen wir techmäßig doch schon relativ viel. Auch noch ein zweites Oracle ist hier fertig geworden. Mit dessen kommen jetzt die ersten Zealots von Zulan hier. Wollen aggressiv sich hier reinbewegen. Die Banelinge versuchen das Ganze aber eben zu clearen, zusammen mit den Swarmhosts, die allerdings natürlich deshalb auch gespottet wurden. Auf der anderen Seite sind auch hier die Adepten drin. Das Ganze wird aber auch gleich geklärt. Leichte Verluste hier auf Seiten des Nord-Teams gegen die Einheiten, aber das war hier unglaublich erfolgreich. Hier Zulan hat mit diesem Warp in der Mainbase wirklich viel Schaden gemacht. An den anderen Fronten sehr, sehr gut genervt. Sehr gutes Multitasking muss man an dieser Stelle mal absolut loben hier von Zulan, der hier ganz gut dabei war. Oh. Was war das? Jetzt TrueJC die verbleibenden Einheiten hier geklärt auf Kosten von noch mehr Probes? Ich weiß es nicht. Wir sollen uns auf jeden Fall mal eben kurz angucken, wie das hier aussieht. Zulan immer noch aktiv mit dem War Prisma. Income-technisch sehen wir. Oh, jetzt kommen die Linge auch noch. Oder die Marines auch noch hier. Sind gar keine Linge. Von Random God. Oh, jetzt wird das Nord-Team aber hier auseinandergespielt. Also, das muss man sagen. Das hat Zulan wirklich sehr, sehr stark gemacht, da mit dem War Prisma zu nerven. An allen Positionen. Da hat er die Armee komplett erwischt. Und ja, jetzt. Gucken die Nordla hier ganz blöd, muss man so sagen. Hedge fällt. Trotzdem kann das Ganze nochmal geklärt werden. Random God hat auch viel verloren, das dürfen wir nicht vergessen. Hier unten waren währenddessen übrigens auch einige Aktionen parallel offensichtlich. Hier sind alle eingesperrt währenddessen. Das macht jetzt auch mal Zulan seinem Mitspieler klar. Aber hier auch kein Mining mehr. Währenddessen auch hier oben und überall. Ich mache jetzt nochmal Teamfarben an. Ich bekomme hier zu wenig mit. Also wir haben hier oben leichte Scharmützel, die allerdings jetzt scheinbar geklärt werden von Yggdrasil und TrueJC. Wir müssen jetzt mal tatsächlich auf den Jonkern schauen, denn da hat sich in letzter Zeit viel getan. Das südliche Team, das rote Team, hat hier mit Abstand, stimmt gar nicht, ne? Was haben wir hier? 73 Worker zu 78. 73 zu 78 ist jetzt nicht so ein Unterschied. Hier sehen wir nochmal gerade die letzten Züge des Command Centers. Da liegt der Föhn nochmal rum. Durch eben die Swarmhosts, die hier eben aktiv waren. Dort sind sie. Sollten sich jetzt auf den Rückweg machen. Haben auf jeden Fall ein bisschen Angst vor Zulan. Allerdings muss man sagen, Zulan kann hier nicht mit seinen Arkans durch diese Engstelle. Das heißt, diese Position ist eigentlich ziemlich gut für die. Da hat TrueJC hier die richtigen Einheiten ausgepackt. Muss man so sagen. Ich kann aktuell gar nicht so richtig sagen, wer jetzt wirklich vorne ist. Wir schauen uns dazu mal das Army Supply an. Aber auch das sagt jetzt noch nicht so unglaublich viel aus. Was mir gefällt, ist das Potenzial, was hier die Swarmhosts von TrueJC hier haben. Die können immer mal hier nerven, können es auch aufnehmen, immer mal mit so einem Nexus. Oder was heißt aufnehmen? Damit meine ich, sie können Nexus töten häufig, bevor sie eben zerstört werden. Und das sehen wir jetzt hier vielleicht nochmal. Shield Batteries sollten manuell auf den Nexus gezündet werden. Dann könnte vielleicht noch ein bisschen länger hier standgehalten werden. Wird allerdings nicht gemacht und damit fällt hier tatsächlich nochmal der Nexus. Ein bisschen wurde hier gegengeheilt, aber eben nicht genug. Und ja, jetzt würde ich tatsächlich hier das Nord-Team vorne sehen, obwohl sie wirklich hart unter Druck gewesen sind. Jetzt stellt hier Zulan fest, oh, da geht es ja gar nicht richtig durch. Nur mit den Zealots komme ich da durch und dem High Templar. Führt allerdings jetzt möglicherweise zu einem unfreiwilligen Surround, der hier TrueJC ordentlich Einheiten kosten könnte. Allerdings sind die Swarmhosts gerade wieder auf Cooldown. Das heißt, sie könnten ihre Swarmhosts los, ihre Locusts losschicken. Das machen sie jetzt auch. Und ja, Locusts machen schon ordentlich Schaden. Das sehen wir jetzt hier auch nochmal. High Templar fällt ein bisschen unnötig. Allerdings natürlich hier die Welle auch nochmal gewastet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Jedenfalls sind die Swarmhosts gerade nicht mehr einsatzfähig. Random God nutzt hier jetzt die Chance und versucht die
Swarmhaus zu jagen, aber da steht auch schon wieder Yggdrasil und der hat nicht so wenig. Also dagegen kann die Random God nicht viel machen. Wenn der Yggdrasil jetzt einfach drauf rennt, ein, zwei Storms setzt, dann ist die Armee von Random God hier ganz schnell Geschichte. Und das sehen wir jetzt hier auch. Nur noch die Medivacs sind da. Die Biotruppen eigentlich alle Geschichte, bis auf diese vier, die irgendwie noch überlebt haben und jetzt aber auch nicht mehr davon erzählen können. Plus eins kommt jetzt bei True Jesse. Sehr interessant, diese Wahl. Zwei Cannons dazu, hier wird sich abgesichert. Also Inkablechnos sollte jetzt eigentlich das nördliche Team hier, das blaue Team, die Nase vorn haben, wenn wir uns das mal anschauen. Worker-technisch auch. Vor allen Dingen halt gegen Random God. Oh, und jetzt geht's hier nochmal drauf, übrigens von Zulan. Alles stormt hier, alles wird totgestormt, gegenseitig, beide Spieler hier mit Storms unterwegs, muss ja auch sehr aufpassen, Yggdrasil, dass seine Templer nicht weggestormt werden. Wie häufig sieht man das denn? Nicht besonders häufig, aber an dieser Stelle muss man das mal anmerken, Storms von beiden Seiten drücken hier ordentlich Schaden. Das ist ein schöner Runway von TrueJC nochmal. Also das ist ein gutes Community-Game, das muss man sagen, hier ist viel Action. Jetzt sollen hier zwei Hidden Bases kommen, fliegen leider genau in Overlord von TrueJC und der sagt sich, ne. Sojamul nicht, mein Freund. Und er blockiert hier nochmal den Weg. Random God hat jetzt hier kaum noch Einkommen. Der muss es irgendwie schaffen, sich eine neue Base zu sichern. Ansonsten wird das sehr, sehr schwer für ihn. Was mir übrigens sehr gut gefällt, sind hier diese Overlords von TrueJC, die hier auf jeden Fall sehen werden, falls sich hier ein Drop nähert. Und das Ganze auch noch sehr schön gesplittet, um eben wirklich möglichst viel Fläche abzudecken. Sehr schön bei ihm gemacht. Also wirklich, muss ich sagen, schönes Community-Game an dieser Stelle. Auch wenn ich ein bisschen wenig mitkriege. Das ist vielleicht auch übertrieben, aber manche Sachen verpasse ich halt leider. Was einfach daran liegt, dass hier viele Sachen gleichzeitig immer passieren. Jetzt geht es hier nochmal nach vorne. Die Swarmhaus werden nach, oder schicken ihre Lokuste wieder rein. Das ist halt sicherer Schaden, den die hier machen. Auch wenn es nur Shield-Schaden ist gerade, weil die Shield-Batteries hier gut gegenheilen, kostet das Ganze nichts. Die Swarmhaus können immer wieder ihre neuen Wellen reinschicken. Sind jetzt hier wieder auf Cooldown. Ja, das ist so die Gefahr, dass man währenddessen überrannt wird. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass TrueJC tatsächlich wartet, bis alle Swarmhaus wieder auf Cooldown sind, denn das macht das Ganze nochmal viel, viel stärker, aber ich denke trotzdem, dass er hier die Base bekommen wird, denn die wird ist noch nicht fertig. Ja, okay. Kann natürlich noch geliftet werden, klar. Damit hier die Base hat die Base noch überlebt, kann jetzt gleich hier wieder hinfliegen, aber auch das ist wieder Mining-Zeit, die hier enorm verloren geht. Wir sehen, das sind die letzten Mineralienfelder, die er noch so hat. Hier oben, ja, da steht die Base von Zulan. Da möchte Random Bot jetzt vorbeifliegen, möchte hier landen, wo Zulan eigentlich auch gerne nochmal eine Exe haben will, so wie es aussieht. Aber das Einkommen, das ist doch jetzt schon über Minuten sehr, sehr reduziert bei Random God und das könnte sich gleich rächen und vermutlich wird es das auch. Oh, sehr schön allerdings jetzt hier einzelne Marines ausgeladen, um einzelne Baninge rauszunehmen. Das lohnt sich immer. Sehr gut gemacht von Random God, wobei man natürlich sagen muss, er hat schon wenig, möchte dieses wenige jetzt noch loswerden. Wahrscheinlich ja, weil sonst bringt es überhaupt nichts, das generell zu haben. True ist jetzt hier mit weiteren Swarmhaus, das sieht auch so aus, als hätte er diesmal alle abgewartet. Allerdings ein bisschen früh sie landen lassen, dadurch, dass hier Einheiten natürlich waren, die das Ganze zum automatischen Landen gezwungen haben. Hier wird jetzt noch einmal engaged, Zulan versucht hier die Base zu defenden, hat das Ganze auch geschafft mit der Hilfe von Random God, der jetzt auch endlich geschafft hat, eine Base zu landen, baut hier gerade Worker, ist verzweifelt auf der Suche nach Einkommen, was er jetzt hoffentlich gleich dann erzielen wird, währenddessen die Swarmhaus, die machen sich schon wieder bereit, können jetzt hier die nächste Welle losschicken und das sollten sie jetzt auch tun, denn die Armee von Zulan steht quasi direkt vor ihrem Gesicht, einfach mal ausladen, ja, und schon können hier wieder einige Immortals oder, also zumindest Zealots rausgenommen werden. Möchte jetzt tatsächlich die Armee angreifen? Er ist sich, glaube ich, selber gerade unsicher. Storms ist natürlich sehr gut gegen Locust, prinzipiell. Allerdings hast du ja auch nicht unbegrenzt Storms. Es kostet immer Energie. Möchtest du das einsetzen, ist immer so die Frage gegen diese große Anzahl, war tatsächlich die richtige Entscheidung. Yggdrasil hier mit der Goldbase, die wird jetzt hier denied von Zulan. Wir schauen nochmal aufs Armee-Supply. Wir sehen 122 zu, also 200 insgesamt hier bei der roten Armee. Rote Armee klingt auch irgendwie falsch. 260 bei der blauen Armee. Wir sehen hier also NATO gegen Sowjetunion. Aber da hat die NATO quasi... Ich höre damit auf. Das blaue Team führt hier gerade so ein bisschen, was das Supply angeht. Und sie haben halt diese kostengünstigen Einheiten, würde man eher der roten Armee zuordnen normalerweise, die hier es schaffen können, immer wieder zu nerven. Guerilla-Taktik hier quasi, durch die Locusts und immer wieder hier eine Situation finden, wo sie weiter eingreifen können. Allerdings, jetzt hier auf Cooldown, möchte Random God ausladen? Nein, er kann sich nicht dazu durchringen. Wäre tatsächlich eine gute Entscheidung gewesen, denn die waren hier alle auf Cooldown. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Nein-Gewinner wird es nicht geben, aber ich habe dich mehrfach eingeladen. Das ist dann halt leider Pech, wenn das diesmal nicht funktioniert hat, aufgrund von
Blizzard-Fehlern, aber das ist ja relativ häufig so. Jetzt fallen hier unglaublich viele Swarmos. Oh, das ist teuer für TrueJC. Der kann jetzt nochmal hier ausladen. Aber das hat viel gekostet. Sehr, sehr viel. Und das Schöne ist, Random God kann jetzt einfach mal weiter boosten. Die Logos sind jetzt out of position und er kann hier einfach wieder ausladen und wieder Schaden machen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Währenddessen kommt jetzt hier Yggdrasil vom Norden, versucht hier die Basis von Random God kaputt zu machen. Und das ist es auf jeden Fall wert. Selbst wenn die ganze Armee geklärt werden würde hier. Nimm einfach die Worker raus, nimm vielleicht nochmal die beiden Bases raus. Und schon hat sich das Ganze hier unglaublich gerechnet für das blaue Team. Denn damit wird ein Spieler quasi komplett ausgeschaltet, der allerdings jetzt noch natürlich hier reindroppen kann. Er versucht hier, möglichst effektiv seine wenigen Einheiten, die er hat, zu nutzen. Und das muss man sagen, macht Random God hier gut. Die wenigen Einheiten, die er hat, nutzt er effizient. Das kann man ihm definitiv hier unterschreiben. Nur die Anzahl, die ist halt einfach nicht so besonders hoch. Und das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern, denn das gesamte Mining hier wieder reduziert werden. Das geht allerdings jetzt hier auf den Hive-Tech, der noch nicht fertig ist. Also auf den morphenden Leertech sozusagen. Und das Ganze kann rausgenommen werden. Also Random God nervt hier an allen Ecken und Enden das blaue Team. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für das blaue Team. Denn eigentlich auf dem Papier, wenn die Armeen frontal gegeneinander kämpfen würden, hätte hier die blaue Armee die besseren Chancen. Aber diesen Gefallen tut ihm hier Random God nicht. Nochmal eine Base, die jetzt hier rausgenommen wird. Und jetzt musste tatsächlich das blaue Team hier ordentlich einstecken. Musste ordentliche Verluste wegstecken. Ob es das schafft, ist so ein bisschen die Frage. Trotzdem, wir sehen hier, die Ausbreitung der Armee oder der Basen ist halt einfach viel, viel stärker als hier beim roten Team, die da versuchen, zwei Bases am Laufen zu halten. Wir sehen Zulan, diese Bases hier eigentlich auch schon, diese Base ist auch schon leer. Diese Base hier gut dabei, also da kann man nichts vorwerfen. Allerdings hier deutlich übermint mit 25 Workern. Diese Base wurde jetzt zum 78. Mal gefühlt genommen, diesmal von Zulan sogar und nicht von Random God. Wird aber hier auch rausgenommen, ohne Cancel tatsächlich sogar. Und selbst wenn dieser mir jetzt wieder geklebt wird, war das schon wieder unglaublich kostengünstig. Währenddessen übrigens hier noch einige Linge in der Mainbase von Random God. Das sind die letzten verbliebenen Worker sozusagen hier von Random God. Stimmt nicht ganz, er hat hier wieder ein paar gebaut, aber viele Worker sind das nicht mehr bei Random Gott, der wirklich mit einem Income hier, was einfach zum Kotzen ist, auf gut Deutsch, unterwegs ist und das seit Minuten, seit über 10 Minuten würde ich jetzt fast schon sagen. Trotzdem, die Einheiten hier hatten, die nutzt ja so stark, dass sie hier weiter noch im Spiel sind. Ich bin gespannt, ob jetzt hier gleich mal ein Push kommen wird von dem Nord-Team. Yggdrasil überhaupt jetzt hier auf jeden Fall rein. Möchte also jetzt hier so eine kleine Flanke starten, wenn ich das richtig sehe. Allerdings gar nicht so richtig möglich. Könnte natürlich hier durchlaufen, aber möchte man das wahrscheinlich eher nicht. Also wahrscheinlich hätte er besser hier gewarpt, um hier nochmal auf die Base zu gehen. Denn das wäre natürlich eine Möglichkeit. Entweder geht man frontal rein, wie es jetzt hier so ein bisschen TrueJC probiert, wobei er das natürlich mit Einheiten macht, die nichts kosten. Also da kein Vorwurf. Es ist sicherlich immer gut, einfach die Swarmhaus in irgendwas zu schicken. Völlig egal, solange man nicht im parallelen Angriff stirbt, ist es immer sinnvoll, diese Cooldowns oder die Swarmhaus zu nutzen. Aber viel wichtiger wäre es eigentlich, das Mining hier zu denyen und das sehen wir jetzt allerdings parallel hier auch von TrueJC. Also der nutzt hier quasi Swarmhaus, um abzulenken und eben dann die Linge, um hier den richtigen Schaden zu machen und schafft es immer weiter, hier die Equo zu vernichten. Was geht hier heute ab, fragt der Schinken19. Es gab gerade schon schöne Ladder-Action, jetzt das Community-Game. So ein bisschen in der Halbzeitpause meiner Klausurenphase. Deshalb heute nochmal ein kleiner Stream. Allerdings hast du jetzt relativ zum Ende schon eingeschaltet. Deshalb kann ich dir nur empfehlen, dir die Aufzeichnung auf YouTube demnächst anzuschauen. Und die Bähnlinge rennen sie in... Ganz viele Probes sind gefallen. Da freut sich das Zerkherz, wenn man es denn hat, wenn denn Zerk überhaupt ein Herz hat. Mars CTs jetzt von Yggdrasil hier rein. Sie versuchen jetzt halt, also Random God nervt. Random God hat genervt und das möchte Yggdrasil jetzt zurückzahlen. Er schickt hier Mars CTs rein. Wir haben hier einen Observer jetzt von Zulan durch den Recall verfügbar. Das heißt, das Ganze wird hier geklärt. Trotzdem immer mal wieder hier ordentlich Schaden gemacht. Jetzt kommen hier nochmal die Marauder von Random God. Der droppt zum 78. Mal an die gleiche Stelle. Er nutzt hier auch immer diese Engstelle von Yggdrasil, die Yggdrasil hier geschafft hat. Die Tees kommen jetzt mit dazu. Die sind tatsächlich sehr, sehr sinnvoll aktuell, denn wir haben hier nur ein Command Center oder ein Orbital. Na, jetzt sind es zwei. Hier hat er, also er hat zwei Scans zur Verfügung. Jetzt scannt er, das ist allerdings zu spät, wenn die Tees... kann ich jetzt zwar sehen, aber es ist keine Armee mehr, die sie rausnehmen kann. Die kommt jetzt nochmal hier von Zulan, um an der Goldbase Schaden zu machen. Zulan hat ja auch noch eine akzeptable Armee. Random God hier nicht mehr. Ein Supply. Ja.
Also einen Worker hat er hier. Das wird schwierig für ihn werden, da nochmal einzugreifen. Aber Zula mit 160 Supply tatsächlich noch genauso gut unterwegs wie hier True JC. Und True JC mit Mars Mutern jetzt hier unterwegs. Versucht jetzt hier dieses Income noch mehr zu vernichten. Und das schafft er auch. Jetzt haben wir auch noch bei Zula ein wenig Income. Das ist quasi die einzige Base, die noch so ein bisschen meinen kann. Allerdings auch nur von diesen zwei ausgelutschten Mineralienfeldern. Hier ist nochmal eine Probe. Zula macht sich tatsächlich auf den Rückweg. Möchte hier die Worker clearen. Konnte keinen Recall mehr nutzen, denn den hat er ja schon genutzt gegen die DTs. Und das hat hier viel Schaden gemacht. JC, nimm doch mal eben hier das Quanzel. Das hätte er mit zwei Schüssen noch eben rausnehmen können. Das wäre gut gewesen. War aber natürlich mit Makro beschäftigt. Und man muss sagen, Makro immer wertvoll. Oh, nicht in Mars Arkans fliegen mit Mutas, das kann nämlich sehr, sehr teuer werden. Sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Hat aber noch akzeptable Verluste hier verkraften müssen. Noch nicht zu starke. 11 weitere Swarmos jetzt nochmal im Bau. Storms hier, um die sich die Locusts vom Hals zu jagen. Storms treffen tatsächlich so ein bisschen ungewollt die Armee von Yggdrasil. Jetzt geht's hier drauf. Protoss-Armee gegen Protoss-Armee. Die Armee von Zulan sieht stärker aus als die von Yggdrasil. Und das spielt sie hier offensichtlich auch aus. Trotzdem haben wir hier noch ein bisschen... jetzt sind die Observer waren oben rüber. Ich habe die Teaser-Armee gesehen und dachte, vielleicht könnten die nochmal Schaden machen. Nein, denn wir haben zwei Observer am Start. Trotzdem würde ich jetzt Yggdrasil hier keinen Vorwurf machen. Das war trotzdem die richtige Entscheidung, da anzugreifen. Auch wenn es ein bisschen wenig Armee insgesamt war. Aber jedes... Fitzelchen Armee, was hier die roten Spieler verlieren, ist unglaublich, unglaublich teuer, denn die Eco völlig zerschnitzelt hier. Da ist das Neuaufbauen immer sehr, sehr schwierig. Neue Armee rekrutieren nicht besonders einfach. Jetzt haben wir sogar die Arkans, die in der Stasisfalle gefangen sind. Das ist ja auch mal was. Dass das geht. Ich dachte, Stasisfalle wäre gar nicht auf massive Einheiten. War das schon immer so? Vermutlich. Wir sehen auf jeden Fall jetzt, hier ist die Mut, dass sich weiter auf den Weg machen. Random God versucht verzweifelt irgendwo irgendwelche Sachen hinzufliegen. Hat hier noch einen Command Center, könnte also nochmal einen Mule werfen hier. Wo dann gleich die Mutas kommen werden. Zulan macht das auch genau, TrueJC macht das auch genau richtig, konzentriert sich auf Zulan. Random God sowieso aktuell keine wirkliche Gefahr mehr. Jetzt tötet doch wenigstens, also einen Gnaden Mule lässt er ihn jetzt hier offensichtlich noch. Zulan macht aber währenddessen auch immer noch gut Schaden. Also das muss man wirklich sagen, es ist ein Spiel, wo es keine Ruhepausen gibt, wo konstant an allen Fronten gekämpft wird. Und müssen sagen, inzwischen sieht die Armeefront doch, oder die Basenfront doch ein bisschen schlechter aus, auch beim blauen Team, aber natürlich nichts im Vergleich zum roten Team. Das muss man ganz klar sagen. Fokus, das war Prisma. Schade, das wäre schön gewesen. Da hätte auch ein, zwei Mutas vielleicht viel verlieren können. Wobei... Die Frage ja immer noch ist, wie viel kann da neu gebaut werden? 7 und ein Worker hier beim roten Team nur noch. Das heißt, das ist quasi alles. Mehr ist da nicht möglich und wir sehen, jetzt machen sich hier die Swarmhost auf und versuchen diese Armee zu töten. Oh, sehr schön, das Michael nochmal von Zulan hier die beiden Arkans eingeladen. Jetzt nehmen die Base von Random God raus. Ja, so ganz möchte TrueJC hier das Ganze noch nicht beenden, so wie es aussieht. Jetzt fokussiert er das... Warp Prisma hat dann aber doch Angst vor den Arkans, zu Recht, muss man an dieser Stelle sagen. Aber das ist auch eine gute Map einfach für Swarmers, dadurch, dass hier einfach nicht angegriffen werden kann, dass hier riesen Cliffs sind, wo sich die Swarmers quasi hinter verstecken können und trotzdem aggressiv eingreifen können, ist das doch sehr, sehr schön hier. Oh, jetzt hat Zulan hier unnötig, TrueJC unnötig Einheiten gegen Zulan verloren. Bisschen verwirrend, dass beide hier mit T anfangen und dann auch noch einen ungefähr gleich langen Namen haben, das heißt, wenn man kurz drüber hovert, dann kann man die relativ schnell verwechseln, was die Namen angeht. Yggdrasil jetzt versucht, diese Base zu nehmen, sollte TrueJC Gamer jetzt allerdings hier auffordern, das Creep-Spreaden einzustellen, damit er eben hier die Base nehmen kann. Dessen versuchen die Mutas nochmal weitere Bases von Random God zu finden, haben jetzt diese hier gefunden, können die auch zerstören, da bringt auch kein Lift mehr was, auch wenn das natürlich nur mal probiert, wir kennen ja Random God. Baut jetzt hier auch ein Turret, wie niedlich. Ein Turret. Viel spannender finde ich dagegen die Arkenarmee. Swarm Prisma versuchen sie jetzt zum wiederholten Male zu bekommen. Gelingt leider nicht. Ultralist Kevin wird gleich nochmal fertig im Buy. TrueJC, der jetzt quasi alles liefern möchte. Broodlords wäre noch eine Option. Wobei ich ihn verstehen kann, dass er jetzt die mobilen Mutas hier deutlich vorzieht. Storms werden nochmal gesetzt. Wir sehen hier das eBay auf dem Highground einfach, damit er Turrets bauen kann. Drei Turrets haben wir jetzt gleich. Das ist schon ein bisschen stärker. Aber seien wir mal ehrlich, warum schickt er da nicht gleich einfach zwei Swarmos dahin?
die sich eben um die Shorts kümmern und dann die Mutas und zum Clearen des Command Centers wäre tatsächlich angebracht. Diese Base wird fallen. Auch da nochmal der Lift natürlich. Ja, und jetzt ist der Braten eigentlich gegessen. Ich warte eigentlich mal auf einen Angriff hier wieder von Yggdrasil. Wenn der sich wieder ein bisschen aufgebaut hat, der hat halt viel verloren, das muss man sagen. Und so riesig Income hat er leider auch nicht, denn diese Base ist quasi leer. Hier fängt er jetzt gerade erst an, nachdem der Overlord jetzt hier entfernt wurde. Also, man darf das nicht unterschätzen. Yggdrasil jetzt auch nicht mit dem besten Mining. Er hat ja hier zwischendurch Bases gehabt, die aber immer wieder abgeräumt wurden. Wir müssen aber in den Fight schauen. Ich hab mich gerade neu positioniert. Während das die Armee jetzt aber auch tut. True Jesse jetzt nochmal hier mit den Swarmers rein. Ich wäre dafür, dass er die Swarmers nochmal weiter nach vorne schickt. Nimm doch hier einfach Tech raus. Das wäre sehr, sehr schön. Hallo One Piece. Ja, gleich ist vorbei. Das ist das letzte Spiel sozusagen. Das Community Game. Der Abschluss des heutigen Streams. Aber das Ganze gibt es natürlich auf YouTube zum Nachschauen noch. In den nächsten Tagen. Allerdings muss ich das Ganze natürlich erstmal schneiden. Mal schauen, wann es da kommt. Schöne Storms hier nochmal von Yggdrasil, allerdings taken Storms nicht. Das heißt, es war mehr so ein Bleib-hier-Move. Lass das gefälligst, ohne dass es wirklich Schaden macht. Mehr um seinen Standpunkt zu untermauern. Stormt er hier alles ohne Ende durch. Ja, und wir sehen jetzt hier, Mensch, das hat sich richtig gelohnt, dass er die Turrets gebaut hat. War das das letzte Command Center von Random God? Nein, hier steht nochmal eins. Morpht natürlich auch direkt weiter. Aber jetzt ist es eigentlich nur ein Ausbluten lassen, seien wir mal ehrlich. Jetzt kommt auch die Armee von True JC hier nach vorne. Auf der anderen Seite hier laufen seine Swarmers lang. Hier kommen die Mutas, also von drei Seiten kommt er, wobei die Swarmers natürlich so nichts bringen. Letztes Command Center, oh, jetzt ist dieser eine Worker noch da, der will wieder irgendwo ein Command Center bauen. Was macht er jetzt? Hat er gesehen, dass da ein Worker war? Das ist vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung, True JC. Das ist unglaubliche Ressourcenvernichtung, die er hier gerade betrieben hat, weil er einfach F2 nach Hause geschickt hat, so wie es aussieht. Man sieht auch, wie stark die Shield Batteries sind. Hier ist das letzte Command Center. Er hat keinen Worker mehr. Doch, vier Worker da noch. Er kann es noch zu Ende bauen. Jetzt hat er es gecancelt. Hier brennt das letzte Command Center. Zulan hat das Spiel verlassen. Das heißt, nur noch Random God in der Partie. Bis der das einsieht, wird es nur eine Weile dauern, fürchte ich. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Match, muss man wirklich sagen. Mit guten Micro von allen Spielern hier. Makrotechnisch muss man vielleicht Random God ein paar Vorwürfe machen. Dafür hat er microtechnisch echt einen starken Job gemacht, hat unglaublich genervt mit den wenigen Einheiten, die er hatte. Nur waren es halt leider ein bisschen wenig Einheiten. Das kann man ihm dann noch vorwerfen. Ja, währenddessen sterben jetzt die letzten verbleibenden Einheiten von Zulan, der schon gar nicht mehr in der Partie ist, aber natürlich noch gesteuert wird von seinem Mitspieler. Ja, und jetzt sollte das Ganze dann auch eingesehen werden. Er versucht hier nochmal ernsthaft ein Gebäude wegzufliegen. Aber glücklicherweise tut True JC uns allen den Gefallen und vernichtet das Command Center. Haben wir noch Gebäude wegfliegen können? Ja, hier noch ein paar, aber er wird gleich auf jeden Fall revealed. Ultras sind jetzt auch noch dabei. Ja, und das sollte es doch dann gewesen sein. Er fliegt sogar jetzt hier zu seiner eigenen Factory. Die allerschlauste Entscheidung, wenn man schon möglichst lange drin bleiben möchte, möglichst viel Screentime hier ziehen möchte. Aber naja, gut, an dieser Stelle würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an das blaue Team hier zum Sieg. Schöne Partie, Offensive GG hier bei True JC Gamer, kann ich nur so unterstreichen. Und ja, viel ist da glücklicherweise nicht mehr da, jetzt ist er ja auch revealed. Hier wollte ich noch die Chance zu kapitulieren. Warum bekomme ich das nicht als Meldung? Eldolor, vielen Dank. Au, hier ist... Stimmt, das ist gar nicht dabei. Eldolor, vielen, vielen Dank für die Resubscription. Und damit ist das hier der verdiente Sieg für True JC und Yggdrasil. Herzlichen Glückwunsch. Schöne Partie.